Herzlich willkommen zu H5P, mehr interaktive Inhalte gestalten. Heute Episode Nummer 8 ist es schon mittlerweile. Und wir gucken uns heute mal ja eigentlich ein Spezialthema an. Für die Leute, die mit dem Editor von H5P vielleicht nicht so ganz zufrieden sind und vielleicht für ihren Arbeitsfluss ein paar Einstellungen anpassen möchten. Kann man nämlich machen, ohne jetzt groß im Quelltext rumzuwühlen. Dafür bietet H5P eine Möglichkeit. Man muss eventuell so ein bisschen programmieren können. Aber bevor ich darauf eingehe, mache ich erstmal meinen Bildschirm an. So, immer die richtigen Knöpfe drücken. Da haben wir ihn und das schöne, nicht so schöne Zoom-Fenster nochmal ein bisschen zur Seite ziehen. Also ich habe es gerade schon vorweggenommen. Man muss vielleicht ein bisschen programmieren können, aber wirklich nicht viel. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir heute in, naja, vielleicht einer halben Stunde wirklich die ersten Schritte hinbekommen und dann auch fertig sind. Dann ist die erste Anpassung auch geschafft. Das ist eine Seite, die heißt Codecademy. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die kenne ich jetzt tatsächlich speziell nicht, aber mir haben mehrere Leute gesagt, die ist ganz gut, wenn man nicht programmieren kann und so die ersten Schritte beibringen lassen möchte über diese Plattform. Da könnt ihr da mal schauen. Ansonsten gibt es aber auch haufenweise andere Tutorials auf YouTube. Habe ich jetzt aber keine, also da gibt es so viele, da kann ich jetzt schlecht was rausfinden. Die haben halt, wie gesagt, haben mir mehrere Leute gesagt, die finden das ganz gut, wie man da lernen kann. Und von daher könnt ihr da mal gucken. Also PHP, so heißt die Programmiersprache. Die braucht man da vielleicht. So. Es geht ja aber eigentlich nicht um PHP, sondern auch um anderes Kürzel, um H5P. Und ich habe es auch schon gesagt, es gibt da eben die Möglichkeit, so ein paar Anpassungen vorzunehmen, ohne dass man den Quelltext von H5P anfassen muss. Das machen wir mal aus hier, das nervt. So, gehen wir da mal hin. Das ist die Seite, von der ich geredet habe. Auch hier, Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, aber ich kann es auch ganz kurz zeigen, wie man da hinkommt. Es gibt hier oben auf h5p.org den Link, der heißt Dokumentation. Und dann geht man hier links in die Entwicklerabteilung. Und was man machen möchte, Customize and Extend. Das ist genau der Punkt. Also wir wollen H5P ja anpassen und erweitern. So, und dann ist man da. Und dann findet man hier so eine kleine Übersicht von verschiedenen Links, die man noch anklicken kann. Wir kümmern uns heute um diesen hier, also um das Anpassen des Autorentools, eben des Editors. Und ihr seht auch schon, es gibt hier unten noch so drei Varianten. Man kann es nämlich für Drupal machen, für Moodle und für WordPress. Das ist aber im Wesentlichen das Gleiche. Man braucht halt für Drupal und für Moodle und für WordPress jeweils nur so ein kleines extra Plugin. Und deshalb sind das drei. Aber das, was wir da gleich reinschreiben, ist dann überall das Gleiche. Ich zeige dann auch, was anders ist und was gleich ist. Das machen wir gleich. So, also ihr könnt erstmal hier nochmal drauf gucken. Ihr werdet sehen, da steht jetzt nicht so mordsmäßig viel. Das erste ist für das Anpassen des Aussehens des Editors. Da könnt ihr aber einfach den letzten Web-Talk nehmen. Da im Prinzip ist da schon erklärt worden, wie das funktioniert. Wenn wir ein bisschen weiter runterscrollen, dann finden wir das, was jetzt, worum es heute gehen soll, nämlich so das Anpassen zum Beispiel, das Verstecken von Feldern oder so das Ändern von Parameter von Feldern, zum Beispiel, um die Länge von einem Textfeld zu begrenzen oder zu vergrößern, weil man ein bisschen mehr Platz haben möchte. So, wenn wir da jetzt gucken, dann können wir schon mal kurz schauen, was denn da die Unterschiede sind. Ihr seht, hier ist so ein kleiner Schnipsel, da gibt es eine Funktion, die heißt hier irgendwas mit Semantics Alter. Semantics zeige ich auch gleich, das sind genau so Editor-Sachen und Alter heißt eben ändern. Und dazwischen steht hier so ein bisschen was, das markiere ich mal. Das ist letztlich das, was von der Plattform unabhängig ist. Das, was jetzt rot ist, könntet ihr auch für WordPress reinschreiben oder für Moodle oder für Drupal. Ja, Drupal ist es ja. So, also das Gleiche hier. Ne? Also das hier, das, was hier drin ist in der Funktion, die heißt hier Alter Semantics, die heißt hier ein bisschen anders. Kann man letztlich auch nennen, wie man will. Aber immer, wenn ihr dieses Alter Semantics findet und dazwischen, zwischen die geschweiften Klammern, könnt ihr halt die Sachen reinschreiben und die sind auf allen Plattformen dann die gleichen. So, ich gehe nochmal eine Seite zurück. Wir machen das nämlich in WordPress und was ihr da braucht, wie ich schon sagte, ist so ein kleines Plugin und deshalb klicken wir einmal auf WordPress Customization. Da wird nämlich gleich verlinkt zu dem Plugin, das wir brauchen, wenn ich auch richtig drücke. So, das seht ihr hier, ist dieser gelbe Kasten und hier steht auch für eine komplette Anleitung und so weiter und so fort. Soll man da draufklicken? Das machen wir einfach mal. Und dann landet man auf einer komischen weißen Seite. Liegt daran, weil es leider dieses Plugin für WordPress nicht in diesem offiziellen schönen Plugin-Repository findet. Hat Gründe. Nichts Schlimmes,
brauche ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Man kann sich das aber hier runterladen. Das geht hier tatsächlich so. Man geht, klickt diesen Link an, landet auf dieser Seite. Den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und dann kann man sich hier über diesen grünen Knopf, wo Code draufsteht, ein bisschen unintuitiv, vielleicht auch nicht, den Quelltext runterladen in einer ZIP-Datei. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir laden uns das hier runter und legen uns das zum Beispiel auf den Desktop, damit wir es schnell wiederfinden. Und dann liegt das da. Und was wir jetzt brauchen, ist ein WordPress, um dieses Plugin hochladen zu können. Und da gehen wir einfach mal auf den nächsten Punkt. Das seht ihr natürlich jetzt nicht. Das ist jetzt bei mir lokal auf dem Rechner. Sieht vielleicht auch bei euch ein bisschen anders aus, weil ihr irgendwie ein Theme hinterlegt habt. Und ihr seht, H5P ist hier installiert. Wir können aber mal gucken, was hier noch so installiert ist, nämlich fast gar nichts. Ich gehe zu den Plugins. Ist nicht viel dabei, außer dem klassischen Editor, weil ich schon Alpine und den lieber mag, und eben H5P. Und jetzt installieren wir dieses extra Plugin und dafür gehen wir einfach, also es ist Englisch, sage ich auch gleich noch was dazu, aber Add New, sonst heißt es, glaube ich, Plugin hinzufügen oder Plugin installieren oder sowas, der Knopf. Und hier würdet ihr normalerweise jetzt irgendwie aussuchen, was ihr haben wollt, da ist es halt nicht drin, aber ihr könnt das Plugin hier hochladen über Plugin hochladen oder Upload Plugin. Und dann nehmen wir einfach genau das, was wir eben gerade auf den Desktop gelegt haben, öffnen das, installieren das und dann müssen wir es noch aktivieren und dann sind wir erstmal schon durch. So, was jetzt passiert ist, jetzt ist eben dieses Plugin installiert worden, es ist so aktiv und um zu überprüfen, ob das aktiv ist, können wir das ganz einfach machen. Wir können uns mal einen der existierenden H5P-Inhalte ansehen, nämlich Multiple Choice als Beispiel. Und da werdet ihr sehen, dass jetzt erstens so ein grauer Rahmen drum, der sonst nicht da ist. Das ist eben so eine optische Anpassung von dem Inhalt. Hier steht Generated Ad, das was überhaupt keinen Sinn ergibt. Kommt auch durch diese Datei, die wir gerade, dieses Plugin, die wir gerade installiert haben. Und man kann jetzt eben noch andere Sachen mitmachen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einen Editor eurer Wahl, denn das Ganze liegt jetzt in dem normalen WordPress-Verzeichnis. Das heißt, ihr könntet das da anpassen, wenn euch das lieber ist, und dann mit FTP hin und her schieben. Dann könnt ihr das lokal bearbeiten. Wo ihr das findet, ist eben ganz normal WordPress-Plugins-Verzeichnis. Das wenn ihr wisst, wovon ich rede, wisst ihr auch, wo das liegt. Dann könnt ihr es lokal auf dem Rechner bearbeiten. Wenn es einfach nur schnelle, kleine Sachen sind zum Zeigen, ist es aber viel besser, wenn man das hier macht. So, und wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ich springe aber gleich nochmal zurück. Erstens, um das bearbeiten zu können, könnte man hier zu Plugins gehen. Und ihr seht, da gibt es einen Plugin-Editor. Der ist tatsächlich eingebaut in WordPress. Der ist immer dabei. Es sei denn, man hat einige Plugins installiert, die den vielleicht verstecken. Dann natürlich nicht, aber in der Regel ist der dabei. So, wenn man da drauf geht, muss man erstmal das richtige Plugin auswählen. Standardmäßig ist das halt das Erste, was da ist. Das ist halt dieser Klassik-Editor. Den wollen wir nicht, aber hier oben rechts können wir dann dieses H5P-Mods auswählen. Das ist eben die Modifikation von WordPress. Also einmal auswählen, einmal Select klicken oder was auch immer auf dem deutschen Knopf steht. Und dann seht ihr, jetzt haben wir sowas wie Quelltext. Und das ist jetzt PHP, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ihr werdet eine ganze Menge finden. Da könnt ihr im Prinzip auch die Hälfte von rausschmeißen. Nämlich alles erstmal, was wir brauchen, ist was ganz oben. Alter Semantics. Wo ist es? Alter Semantics, habe ich ja gerade schon gezeigt. Da steht jetzt schon ein bisschen was drin. Das ist ganz toll. So. Jetzt muss man wissen, okay, dieses Semantics, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, was ist denn das überhaupt? Das wollen wir aber ändern. Also hier steht jetzt schon ein bisschen was, das gucken wir uns gleich an, aber damit wir wissen, was hier passiert, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, aber da wollen wir gleich hin. So, ich mache jetzt einfach nochmal einen neuen Tab auf und zwar nehmen wir dann einfach mal, wir können es so machen, das macht nichts. Also, erstens, wir brauchen einmal Multiple Choice. Und wir wollen hier den Editor bearbeiten. Wir gehen mal zum Editor und gucken uns den an. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen zaubern. Wie machen wir das am schönsten? Ich lasse es erstmal groß. Ich zaubere gleich. Also wir haben den Editor und wir können schon mal durchgucken. Da gibt es so ein Titelfeld. Dann gibt es hier Media, das ist die Überschrift. Und dann könnte man hier ein Bild auswählen und ein Video auswählen. Wenn ihr schon mal Inhalte erstellt habt, wisst ihr das. Dann kommt hier offensichtlich so ein Textfeld, da kann man eben die Frage eingeben und dann habt ihr mehrere Felder für die Antwortmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das ist der Editor. Wie baut denn H5P so einen Editor? Das machen die eigentlich ganz schlau und das zeige ich jetzt. Ich springe dazu einmal, nämlich direkt in den Quelltext von H5P. Das war die falsche, da wollten wir hin.
Muss man jetzt überhaupt nicht im Detail verstehen. Wer das will, da sage ich später, wie man da mehr zu erfahren kann. Aber wir können ja jetzt mal durchscrollen. Ihr seht hier oben, wir haben ja gesagt Media und hier steht auch Media. Okay, das ist interessant. Und wenn wir runterscrollen, steht hier was von H5P Image und H5P Video. Also offensichtlich kann man hier den Editor von H5P beschreiben. Und was eigentlich für uns nur wichtig ist erstmal, das sind diese Felder, wo Name oder Name davor steht. Und was dahinter steht, das ist dann, also Name und Media, das ist das dann, was uns erstmal interessiert. Und wenn man das jetzt parallel sich anguckt, das ist jetzt, wo ich zaubern wollte, mal gucken, ob ich das hinkriege. Also einmal das, da seht ihr ein bisschen von meinem Bildschirm, und den möchte ich jetzt vielleicht daneben haben. So, also wenn wir mal scrollen, das deckt sich tatsächlich. Also mit Media fängt das an, das ist offensichtlich irgendwas zum Ausklappen, das ist in dem Fall hier diese Gruppe, die ihr da seht. Und wenn wir weiter runter scrollen, seht ihr jetzt die Einstellungsmöglichkeiten, die es da gegebenenfalls gibt. Und dann kommen auch hier die Fragen. Also Question entspricht genau diesem Feld hier auch. Question, jetzt können wir gucken, okay, hier ist es groß geschrieben, dieses Question. Und das ist offensichtlich das Label, das hier gesetzt wurde, eben wo hier Question steht. Und dann verschiedene andere Werte, und die gucken wir uns gleich an. Aber ihr seht, im Prinzip beschreibt man hier auf dieser rechten Seite, wie der Editor aussehen soll. Und dann gibt es halt immer Felder, die heißen, haben irgendwie Name und Answers zum Beispiel. Oder ich scroll mal ein bisschen weiter runter, weil ich weiß, dass das in der Datei schon drin ist. Wo ist denn? Show Solutions Button zum Beispiel. Also Name, Show Solutions Button. Das ist vom Namen her wahrscheinlich der Knopf, mit dem wir einstellen können, ob wir die Lösung anzeigen wollen oder nicht. Und genauso ist das. Hier runter scrollen zu diesen Verhaltenseinstellungen. Da ist er. Das ist genau dieser zweite Knopf, Enable Show Solution Button. Darüber ist der Check Answer Button. Das ist dann, das ist blöd benannt. Das ist für die, gut. Wichtig ist aber, das sind die Texte zum Übersetzen. Ihr merkt mal, es ist ein bisschen unübersichtlich. Hier ist das Ganze. Da, Enable Show Solutions Button, das ist der Name, und hier ist das Feld. Das ist der Knopf, darüber ist ja zum Wiederholen. So, was wir immer brauchen, hatte ich gerade schon gesagt, das ist dieses Feld Name und was dahinter steht. Und dann braucht man noch so ein paar Sachen, die man vielleicht einstellen kann. Wir gucken uns mal an, wie das in diesem Editor geht. Also, wenn wir da nochmal zurückspringen zu diesem Plugin-Editor, das mache ich jetzt mal schnell. Und ich mache es einfach groß, das ist dann übersichtlicher. Muss man leider immer wieder machen. Also wir wollen das der Plugin bearbeiten. Und jetzt gehen wir zu diesem Alter Semantics. Mal ganz oben. So, jetzt kann ich euch ganz kurz durchführen, was es schon so drin steht als Beispiel. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man kann das fast, wenn man ins Englische mächtig ist, so ein bisschen durchgehen. Also das ist eine Funktion, muss man wissen, was eine Funktion ist. Und da gibt es Parameter, die kriegt man übergeben. Und der erste, Semantics, ist genau diese Datei, die wir gerade gesehen haben. Da steht alles drin, was es so an Feldern gibt. Und dann gibt es noch Name, Major Version und Minor Version. Das kann man benutzen, das muss man nicht benutzen. Im Namen steht aber der interne Name von so einem Inhaltstyp drin. Und H5P Multi-Choice ist wahrscheinlich Multiple-Choice. So ist das auch. Die muss man rausfinden, ist aber auch nicht schwierig. Die kann man auch weglassen. Meistens, gut, es kann dann manchmal knallen, also muss man wissen, was man will. Wir lassen ihn mal einfach drin. Also der prüft, also erstens, ich habe gar nicht gesagt, was ein Hook ist, das muss ich noch sagen. Ein kleiner Patzer. Was H5P hier macht, H5P fängt ja irgendwann an, diesen Editor zu laden und stellt den irgendwie dar. Und in dem Moment, wo es anfängt, den Editor zu laden, sagt es quasi dem Wirtsystem, im Prinzip WordPress oder euch, hier, ich will jetzt einen Editor laden, soll ich an den Feldern vielleicht was ändern? Und wenn man will, dann kann man ihm sagen, ja, hier ändere was an den Feldern. Und jetzt kann man hier zum Beispiel prüfen, okay, welcher Inhaltstyp wird denn gerade geladen? Das steht halt hier in diesem $Name drin, das ist eine Variable. Und dann wird geprüft, okay, ist das denn Multiple Choice? Und in dem Fall Hauptversion kleiner als 2. Ist im Moment alles kleiner als 2, also gilt das quasi immer für Multiple Choice. So, wenn man dann guckt, okay, steht gar nicht mehr so viel da drin, aber ich kann euch mal kurz sagen, was das macht. Also hier steht wieder sowas mit einem Dollarzeichen. Das ist immer so ein Platzhalter, wo man was reinsetzen kann, wie so eine Schublade, wo man was reinlegt. Und die ist mit, der Name ist Options Text.
Und so, was dahinter steht, das ist eine kleine Extra-Funktion, die könnt ihr mit benutzen, die steht weiter unten, die müssen wir uns nicht angucken. Find Semantics Path würde jetzt einfach diesen Pfad in dieser Semantics-Datei durchgehen. Ich mache diese andere Datei nochmal auf. Die haben wir hier. Und ich scroll, ich mache die nochmal groß. Also wir merken das ganz kurz, hier steht Answers, Answer und Text. Das heißt, das ist so ein Pfad, da wollen wir durchgehen. Und wenn wir hochscrollen, werdet ihr merken, ich mache das nochmal groß. So, das ist kein großer Vorteil. Vielleicht mache ich das so optisch nochmal größer. So, wenn man hier durchgeht, irgendwann kommt hier, also das war, ne, das war diese, wo man das Bild einstellen kann und hier kommt die Frage und dann kommt hier, ha, Answers. Da wollen wir offensichtlich hin. So, und dann kam im nächsten in den Pfad statt ein Answer und hier kommt wieder Name Answer. Offensichtlich wollen wir dahin. Also man hangelt sich jetzt quasi immer so ein Stück weiter vor und Answers, Answer und dann kommt auch schon Name Text. Und dann ist man hier bei dem Text und dann ist man genau bei diesem Textfeld, das man vielleicht bearbeiten möchte. Das heißt, das holt man sich über diese Funktion. Also wenn wir nochmal zurückgehen. Quatsch, das habe ich mal an einem Fenster. Das kommt davon, wenn man es rauszieht. Also wir suchen uns jetzt eben genau dieses Feld Answer, Answers, Text. Man muss immer mal die Semantics dahinter geben, aber das könnt ihr einfach kopieren. Und dann steht in dieser Schublade Options Text ist dann dieses Feld drin. So, das nächste, diese Zeile hier, die kann man im Prinzip auch weglassen, wenn man weiß, dass es dieses Feld gibt. Wenn die drin ist, lasst sie einfach drin. Das verhindert das einfach, dass das Ding abstürzt, falls dieses Feld weg sein sollte, was wir nicht wollen. Also so ist man auf der sicheren Seite. Und jetzt passiert nur noch eine Sache. Jetzt steht der Options-Text, also diesem Feld, wird jetzt ein anderes Label gegeben. Das heißt, wo eigentlich irgendwas anderes drin steht, soll bitteschön Option-Text stehen. Und das können wir uns auch angucken. Machen wir aber gleich. So, zweite Variante. Vielleicht möchte man nicht dieses Label, die Beschriftung ändern. Also merken wir uns, Option soll gleich Text sein, sondern wir möchten vielleicht die Standardeinstellungen für diesen Show Solutions Button, die wir uns gerade schon, oder Enable Solutions Button, die wir uns gerade schon angeguckt haben, die ist auf Ja im Prinzip. Ne? Das heißt, der soll immer angezeigt werden, der Knopf. Und vielleicht haben wir aber ein größeres Projekt und wir müssen 10 von diesen Multiple-Choice-Aufgaben anlegen und wir brauchen diesen Knopf immer deaktiviert. Oder brauchen wir auf der Plattform vielleicht grundsätzlich deaktiviert. Wir wollen nicht, dass die Lösung gezeigt wird. Dann müssen wir aber trotzdem immer beim Erstellen diesen Haken setzen. Das wollen wir vielleicht nicht. Und das kann man auch ändern. Das heißt, wir machen im Prinzip hier genau das Gleiche. Im Prinzip. Das ist noch ein Tick einfacher, nur vielleicht auch fehleranfälliger. Das heißt, wir nehmen wieder so eine Schublade, die nennen wir Enable Solutions Button, wollen da dieses Feld reinpacken. Und statt einer Funktion, die Find Semantics Path heißt, heißt die dann Find Semantics Field. Und man muss auch gar keinen Pfad angeben, also wie hier Answers, Answer, Text. Da können wir wirklich ganz gezielt sagen, wo wir hinwollen. Und hier sagen wir nur mal, such mir mal das Feld Enable Solutions Button. Das wollen wir haben. Und wenn es das gibt, dann sucht er das. Und jetzt der Nachteil, wenn es davon mehrere geben sollte, weil man manchmal Felder gleich benannt hat, dann würde er immer nur das erste rausgeben. Das heißt, wenn es zufällig in dieser anderen Datei weit hinten stehen sollte, müssen wir doch mit diesem Pfad arbeiten, da müssen wir das genau sagen. Aber wir suchen einfach mal dieses Feld Enable Solutions Button. So, das haben wir dann hier in dieser Variable drin. Und na, nächste Zeile wieder prüfen, ob das denn gesetzt ist. Gehen wir mal davon aus, es ist gesetzt. Und dann steht hier, so, wir nehmen dieses Feld und wir machen hier wieder was. Da steht was von Default, also Pfeil. Ne, wir bauen uns einen kleinen Pfeil mit einem Minuszeichen und einer spitzen Klammer, schreiben Default und sagen False. Und das ist die Voreinstellung. Also es soll eben nicht Ja und Nein oder Wahr und Falsch. Und Standardeinstellung ist halt, wir können ja mal gucken, wie das aussieht, ist True. Und wir wollen das aber auf False setzen. Das heißt, es ist immer falsch für neue Inhalte. So, also zeige ich das nochmal. Wir gehen nochmal in diesen Quelltext, in dieses Semantics. Hier haben wir es. Und wir können ja mal gucken, wie das da aussieht. Das heißt, wenn wir hier runterscrollen, das ist jetzt die Übersetzung und jetzt kommt gleich unser, ich hätte auch einfach noch Enable Solutions Button suchen können. Das ist noch markiert. Da können wir nämlich gucken, also das sind so ein paar Sachen, die man da geben kann. Typ Boolean müssen wir uns jetzt nicht interessieren, also müsst ihr euch mal für interessieren, wenn ihr das im Detail machen wollt, aber offensichtlich gibt es hier Label, das ist irgendwie die Überschrift, die wir hätten ändern können und hier gibt es tatsächlich Default, das steht hier auch schon drin, da steht True und wir wollen das halt auf False setzen und das haben wir jetzt quasi gerade gemacht oder in dieser Datei gemacht. Das heißt, wenn wir uns das nochmal angucken, dann
Ja, wir müssen mal durchgehen. Also wir suchen uns hier dieses Feld Answers, Answer Text. Das ist eben die Beschriftung von so einer Antwort. Und da soll Option Text stehen. Das Label soll geändert werden. Und hier holen wir uns diesen Knopf, diese Einstellung für den Knopf. Und da soll der Default auf falsch stehen. Es soll nicht angehakt sein. Und das können wir jetzt tatsächlich mal überprüfen, ob das denn passiert. Das heißt, hier machen wir uns einfach mal nochmal ein neues Fenster auf. So. Und wir legen jetzt mal einen neuen Inhalt an, nämlich eine Multiple-Choice-Aufgabe. Wir gucken mal, ob das denn so hinhaut, wie wir das haben wollen. Also, Multiple-Choice legen wir an. Wir müssen jetzt hier gar nichts eintragen. Wir können ja mal gucken. Hier steht tatsächlich, hier kommt unsere Antwortoption. Da steht jetzt Option-Text. Da müsste vorher Answer oder irgendwas stehen. Könnte man jetzt nachgucken. Und wenn wir weiter runter scrollen und uns diesen Knopf angucken, dann ist der jetzt auch nicht aktiviert, so wie es sonst ist, sondern der ist standardmäßig deaktiviert. Und so könnt ihr im Prinzip hier alle Sachen überschreiben, standardmäßig, wenn ihr das wollt, zum Beispiel, wenn, also jetzt das andere, wenn das nicht automatisch zum Beispiel gesetzt sein soll, sondern immer mit Checkboxen, also es soll immer so diesen Multiple-Choice-Charakter haben und niemals diesen Single-Choice-Charakter. Wenn man das immer haben will, kann man das einfach automatisch einmal global setzen und dann ist das immer so. Und das gilt für alle anderen Einstellungen auch, wenn man da was Besonderes haben will. Man könnte im Prinzip auch die ganzen Beschriftungstexte hier ändern. Eine Sache zeige ich jetzt nochmal, damit ihr seht, wie einfach das ist. Wir können ja zum Beispiel mal die Länge von diesem Feld hier ändern. Also viele, also kann ich euch sagen, das ist eben standardmäßig, könnte ich jetzt viel reintragen, sind 255 Zeichen. Ist einigen nicht genug, die wollen das länger haben. Kann man machen. Muss man aber auch über diese Anpassung machen. Das heißt, was würden wir zuerst machen? Wir gucken uns diese Semantics-Datei an und müssen erstmal wissen, wie dieses Feld hier heißt, das wir ändern wollen. Das heißt, das müssen wir erstmal suchen. Wir können ja schon sehen, es gibt hier offensichtlich sowas wie Overall Feedback. Das heißt, das ist schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Und dann scheint es ja noch so, irgendwo gibt es ja so ein Textfeld, das wir ändern können. Feedback for Defined Score Range. Das finden wir schon. Bin ich mir sehr sicher. Also, gehen wir nochmal in diese Semantics-Datei und wir können jetzt einfach mal suchen. Ich suche jetzt einfach mal nach Overall Feedback. Das ist schon Overall Feedback. So, also Overall Feedback haben wir hier und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist offensichtlich Group, haben wir schon mal gesehen. Das ist dieses Ding zum Ausklappen. Dann gibt es hier haufenweise Sachen. Nochmal Overall Feedback. Ist noch nicht das, was wir haben wollen. Wir scrollen mal weiter. Hier gibt es nochmal Overall Feedback. Ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt kommt schon was so From, To. Und jetzt kommt Feedback. Und Feedback ist wahrscheinlich doch das, was wir haben wollen, oder? Hier steht nämlich auch Feedback for Defined Score Range. Das heißt, wir hätten auch einfach nach der Überschrift suchen können. Wäre ein bisschen schneller gegangen. So, und ihr seht, da steht jetzt nichts von 255 Zeichen. Ist jetzt ein bisschen doof. Ist so, dass es eben so ein paar Vorgabewerte gibt. Die muss man gar nicht explizit setzen. Die setzt H5P schon immer selber. Die stehen da deshalb da gar nicht drin, einfach um Speicherplatz zu sparen. So. Woher wissen wir jetzt aber, was ich hier ändern kann? Also wir haben jetzt hier offensichtlich, also dieses Feld, das heißt Feedback, das ist der Name. Dann hat das einen Typ, der ist Text, das ist ein Textfeld, das ist gut. Label ist die Überschrift, haben wir auch. Wo finden wir jetzt das? Dazu gibt es tatsächlich nochmal eine Seite in der Dokumentation von H5P, die springe ich jetzt mal an. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung, aber wenn ihr einfach in die Entwicklerunterlagen geht, da gibt es dann also seht ihr hier Entwicklerunterlagen, dann die H5P-Spezifikation und dann Semantics Definition. Da ist letztlich beschrieben, was da alles drinstehen kann in diesen Feldern. Wenn wir dann einfach mal durchgucken, wir haben ja ein Textfeld. Das ist hier ist eine Tabelle, wir haben hier ein Textfeld und wir können jetzt mal runtergehen, ob da irgendwas mit Länge auftaucht. Und tatsächlich gibt es hier etwas, das heißt Max Length. Und man könnte jetzt hier auch draufklicken auf dieses Max Length und mal gucken, was ist denn das? Ist das vielleicht, was wir brauchen? Hat das was mit der Länge zu tun? Und natürlich hat das. Und es steht ja auch, aha, Vorgabewert 255 und ist eine Beschreibung dabei, was das eigentlich ist. Und ja, offensichtlich können wir das da ändern. Das heißt, probieren wir das einfach mal aus. Also im Prinzip alles, was ich euch jetzt schon komprimiert einmal gesagt habe, können wir jetzt einfach einmal für dieses Feld machen und hoffentlich funktioniert das auch. Also zurück in diesen Editor. Wo haben wir ihn? Nein, das war das Fenster. Hier ist der Editor. Also dieses Feld hier, da wollen wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt mal die Zeichenzahl ändern. Wir machen es vielleicht mal kürzer und nicht länger, damit es einfacher ist zu sehen, dass das funktioniert. Also, gehen wir mal rein. Jetzt programmieren wir ein bisschen. Wir haben ja im Prinzip schon, habe ich schon zweimal gesagt, wie das funktionieren könnte und wir machen das jetzt einfach. Wir brauchen jetzt wieder so eine Variable, so eine Schublade, wo wir die Inhalte von diesem Feld reintun wollen. Und die können wir einfach mal Feedback nennen. Also wir nennen es $Feedback. $Feedback soll gleich unser Feld sein.
Und jetzt können wir uns eine von diesen beiden Varianten aussuchen. Wenn es jetzt mehrere Felder gibt, die Feedback heißen, können wir ein Problem haben. Von daher, wir können es einfach mal probieren. Wenn nicht, ändern wir es gleich nochmal. Also wir kopieren hier erstmal. Wir machen es noch einfacher. Pass mal auf, ich nehme das Feedback nochmal weg. Ist ja noch viel einfacher. Wir kopieren erstmal dieses ganze Zeug hier und fügen das nochmal ein. Und das passen wir jetzt einfach nur an. So, also, das natürlich nicht geht, könnten wir auch lassen, aber damit es nicht verwirrt, nennen wir das hier mal um. Also wir wollen jetzt nicht, dass diese Schublade Enable Solutions Button heißt, sondern wir nennen die Schublade Feedback. Haben wir so. So, und wir wollen jetzt ein anderes Feld haben. Das Feld heißt ja auch Feedback, haben wir gerade gesehen bei dem Name. Tragen wir hier mal Feedback ein. So, hoffentlich ist es das Erste, das so heißt. So, und wenn wir weiter gucken, das ist diese Zeile, um nochmal zu gucken, kommt denn da auch was raus? Also findest du denn einen Knopf, also if is set, also wenn der gesetzt ist, dieser Feedback-Knopf, oder der Knopf ist nicht, ist einfach nur die Variable. Wenn da was drin steht, dann soll er was machen. Und dann müssen wir hier wieder überall, wo Enable Solutions Button steht, tragen wir einfach mal Feedback ein. So, und Default bringt ja hier nichts. Wir haben ja gesehen, das heißt eben Max Length, für, also maximale Länge. Tragen wir da ein. So, und False war falsch, ergibt hier auch keinen Sinn. Wir sagen einfach mal, wir tragen mal eine 10 ein. Das heißt, soll bitte 10 Zeichen lang sein. Einfach nur eine Zahl. Und wenn es jetzt tatsächlich nur dieses eine Feld gibt, das heißt, was passiert? H5P fängt jetzt an, diesen Editor anzuzeigen und fragt, hier, ich mache jetzt Multiple Choice auf und wir gucken, ist das dann auch Multiple Choice, was jetzt gerade aufgemacht wird? Ja. Und dann machen wir überhaupt nur weiter. Wenn nicht, hören wir schon auf. Wir ändern diesen Text, diese Beschriftung, wir ändern die Standardeinstellung für diesen Knopf und dann suchen wir uns diesen Feedback, dieses Feedbackfeld, das Textfeld, gucken, ob das gesetzt ist. Und wenn es gesetzt ist, dann überschreiben wir einfach die maximale Länge und schreiben da 10 rein. So, ich klicke unten einmal auf Update File, dann wird das gespeichert. So, zack. Und jetzt sollte das funktionieren. Das heißt, wir gehen hier nochmal rein. Wir fügen nochmal einen neuen Inhalt hinzu. Also wieder Multiple Choice. Ups. Richtig schreiben muss man es natürlich. Und jetzt kommt der große Moment. Also wir scrollen mal. Option Text steht immer noch drin. Alles gut. Wir scrollen weiter. Was hat aber noch geändert? Genau, die Einstellung hier, die ist immer noch geändert. Ist immer noch falsch. Und jetzt der große Moment. Hier sollten wir maximal 10 Buchstaben eintragen können oder Werte eintragen können. Wir machen mal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt drücke ich weiter auf A. Ihr hört es vielleicht. Es ist wirklich auf 10 Felder begrenzt. Das heißt, könnte man sich auch im Quelltext natürlich angucken. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, bitte trag hier immer nur 10 Felder ein. Man könnte jetzt auch sagen 1000, wenn man sehr lange Feedback-Texte zum Beispiel hat. Und dann stünde das auch drin. Also das ist das Prinzip, wie das funktioniert. So ein paar Worte der Warnung noch. Also, oder erstens die schönen Sachen. Man kann damit eben für sich H5P sehr gut anpassen. Das ist ja hervorragend. Vielleicht kann ich auch jetzt schon mal das Bildschirmteil ausmachen. Dann seht ihr mich dann. Die Warnung wirkt ja besser mit dem erhobenen Zeigefinger. Also, was damit super ist, man kann auf der eigenen Plattform, kann man eben H5P anpassen, den Editor, so wie man den haben möchte, ohne dass man den offiziellen Quelltext anpassen möchte. Das heißt, wenn es irgendwann ein Update gibt von H5P oder von den Inhaltstypen, dann geht da auch nichts kaputt. Das ist hervorragend. Nachteil oder Vorteil, je nachdem, wie man das haben möchte, wenn ihr die Datei runterladet und anderen weitergibt, ist diese Datei auch in Ordnung. Aber was passieren wird auf einem anderen System, das eure Änderung nicht hat. Nehmen wir einfach mal dieses Beispiel von dem Feedbackfeld. Sagen wir mal, ihr habt dem 1000 Zeichen zugestanden und bei euch sind auch 1000 Zeichen drin. Und dann ladet ihr die Datei runter, ne, von eurem System, gar kein Problem, da ist alles drin. Und gebt die an ein anderes System. Und ein anderes System hat aber nicht diesen Hook drin. Da wird H5P sagen, da sind aber 1000 Zeichen in diesem Feld, ich darf aber nur 255 haben, weil eben diese Änderung nicht drin ist. Und der schneidet das einfach gnadenlos ab. Das heißt, da würde den Leuten was fehlen. Das ist tatsächlich so. Kann man aber schlecht anders machen, sonst gäbe es kompletten Wildwuchs. Dann wüsste H5P ja nie, was es jetzt irgendwie, was es nehmen soll. Ist noch nicht ganz so schlimm, also kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor. Was einige machen, ist, diesen Editor noch ein bisschen weiter anzupassen. Da kennt ihr, könnt ihr Text fett markieren, manchmal geht kursiv und so weiter. Und man kann da sogar noch Tabellen und so weiter. Es gibt ja, diese Editoren können ja mehr, da kann man noch mehr auf seinem System hinzufügen. Aber auch da wird das passieren, wenn ihr diese Datei nehmt, weitergebt und die andere Person oder auf der anderen Plattform das halt nicht drauf ist, wird H5P sagen, ja, hier steht aber Tabelle drin. Das ist bei mir nicht erlaubt, das schneide ich einfach mal raus. Das heißt, gegebenenfalls ist euer Inhalt dann nicht mehr nutzbar. Das muss man einfach wissen.
Aber ja, für euer System überhaupt kein Problem. Wir können halt den Editor anpassen. Man kann damit noch mehr Sachen machen, das geht aber ins Detail. Dafür würde ich euch noch ein YouTube-Video empfehlen. Den Link gibt es dann auch in der Videobeschreibung. Da habe ich mal erklärt, wie diese Semantics funktioniert und wo man was findet. Ihr könntet zum Beispiel auch Fälle einfach ausblenden, wenn ihr sagt, die muss jetzt der Benutzer nicht sehen, dann versteckt ihr die einfach. Und dann würdet ihr nicht mal sagen, nur für Multiple Choice, dann sagt ihr vielleicht, dieses Overall-Feedback-Feld, das soll es nie geben. Das nehmen wir einfach mal raus, dann kann man es unsichtbar machen. Man kann auch ein paar andere Sachen machen. Aber wie gesagt, das ist dann in diesem anderen Video geschrieben. Ja, ich hoffe, das war okay. Ich glaube, ich war diesmal nicht ganz, vielleicht ein Tick zu schnell, wenn ihr nicht programmieren könnt, aber das ist halt leider eine Grundvoraussetzung, dass man das so ein bisschen verstanden hat. Wenn nicht, müsst ihr mich vielleicht nochmal mit Fragen löchern, das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch das Video vielleicht einfach nochmal in Ruhe anguckt und dann auch euren Editor von H5P anpassen könnt. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch einfach beim nächsten Mal dabei, wenn es um ein anderes Thema geht. Bis dann, ciao! Thank you.